Und jetzt zum vierten und letzten Abschnitt in diesem Kapitel über Grenzwertiges. Da geht es jetzt um die Infinitesimale, also das unendlich Kleine. Die Mathematik des unendlich Kleinen, die steht im Zentrum der Mathematik der Neuzeit. Sie ist die Grundlage der Differential- und Integralrechnung. Das Differenzieren und das Integrieren, das sind zwei Operationen, die zueinander invers sind, sowie das Addieren und das Subtrahieren. Es sind Techniken, die zur mathematischen Grundausbildung jedes Ingenieurs oder jeder Physikerin gehören. Die Wurzeln reichen auf klassische geometrische Probleme zurück, nämlich Flächeninhalte zu berechnen und Tangenten zu bestimmen. Das archimedische Verfahren zur Berechnung des Flächeninhalts, des Kreises, beruht auf eingeschriebenen und umschriebenen Polygonen, also regelmäßigen Streckenzügen, die dem vorgegebenen Kreis bestens angepasst sind, also sozusagen maßgeschneidert. Beim Integrieren, da geht man viel allgemeiner vor, also gewissermaßen mit der Brechstange. Statt eingeschriebener und umschriebener Polygone, Sechsecke, Achtecke, Zwölfecke oder so, betrachtet man jetzt einfach achsenparallele Rechtecke. Der Flächeninhalt ist natürlich leicht zu berechnen, Länge mal Breite. Wenn man jetzt immer schmälere und schmälere Rechtecke verwendet, wird man die ursprüngliche Oberfläche immer besser und besser annähern können. Und im Grenzwert, ja, der Grenzwert sollte dann den richtigen Flächeninhalt liefern. Im Grenzwert sind allerdings die Rechtecke unendlich schmal und ihr Flächeninhalt ist unendlich klein. Man summiert sozusagen unendlich viele, unendlich kleine Größen und begibt sich damit auf mathematisches Glatteis, wie wir wissen. Es kann funktionieren, das hat schon Archimedes virtuos demonstriert, aber erst die Mathematiker der Neuzeit haben daraus ein allgemein taugliches Verfahren entwickelt. Und wieder gelang ihnen das auf eine abenteuerliche Weise und erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde der Integralbegriff wirklich korrekt etabliert. Zuerst durch Riemann und später dann noch allgemeiner durch Lebesgue. Was nur die Tangenten betrifft, so sind das Geraden, die eine vorgeschriebene Kurve, also etwa eine Ellipse, nicht schneiden, aber berühren. Daher kommt das Wort. Oder in der vorsichtigeren Sprechweise der Griechen sind es gerade, die mit einem Punkt, die einen Punkt mit der Ellipse gemeinsam haben. Also ganz auf einer Seite der Ellipse liegen. Man erhält eine Tangente an einen Punkt P der Ellipse, wenn man eine Gerade durch P und einen anderen Punkt Q der Ellipse zieht und dann mit Q immer näher und näher an P heranrückt. Die Gerade ändert dabei ihre Richtung, aber wenn der Abstand von Q zu P unendlich klein wird, dann erhält man die Tangente durch P. Und Tangenten zu ziehen, das mag eine schöne Beschäftigung für Geometer sein. Der praktische Nutzen leuchtet zunächst nicht unbedingt ein. Aber im Grunde tritt derselbe Grenzübergang in einem viel praxisnäheren Bereich auf. Das wurde allerdings erst zu Beginn der Neuzeit entdeckt, als sich die Physiker und Astronomen daran machten, den Begriff der Geschwindigkeit unter die Lupe zu nehmen. Warum das erst so spät geschah, das hat vielleicht mit dem Uhrmacherhandwerk zu tun. Entfernungen, das konnte man in der Antike schon ziemlich genau messen, etwa die Länge einer Rennbahn oder die Distanz von Marathon nach Athen oder so ähnlich. Aber mit Zeitmessung war es schlecht bestellt. Das änderte sich erst im Lauf des Mittelalters, als die Kirchtürme mit Uhren bestückt wurden. Man konnte also die Geschwindigkeit eines, sagen wir, Meldeläufers zwischen A und B bestimmt werden. Die zurückgelegte Entfernung dividiert durch die dann dafür benötigte Zeit. Aber das liefert natürlich nur die Durchschnittsgeschwindigkeit des Läufers. Man kann dasselbe für jeden Streckenabschnitt machen, aber das liefert doch wieder nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit.
Die Frage war, was ist die Geschwindigkeit des Läufers an einer bestimmten Stelle, in einem bestimmten Augenblick? Das ist ein Grenzwert. Also jener Grenzwert, den man erhält, wenn die Strecke sich auf diese Stelle zusammenzieht oder wenn die dafür benötigte Zeit auf diesen Augenblick zusammenschrumpft. Man betrachtet also ein Zeitintervall der Länge Delta T. Die Zeit ist das D. Und der griechische Großbuchstabe Delta, das Delta steht für Differenz zwischen Anfang und Ende des Zeitintervalls. Das ist jahrhundertealter Gebrauch. Und man betrachtet auch die in dem Zeitintervall zurückgelegte Entfernung. Das ist das Delta X. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist dann der Quotient Delta X dividiert durch Delta T, Entfernung durch Zeit. Ja, und dann soll dieses Zeitintervall unendlich klein werden. Der Grenzwert der durchschnittlichen Geschwindigkeit, das ist dann die augenblickliche Geschwindigkeit. Man bezeichnet sie mit dx durch dt. Das wäre es dann wohl. Also Kinderspiel. Im großen Delta zum kleinen d. Und schon ist man im unendlich kleinen angelangt. Bloß halt, dass es dieses unendlich kleine nicht gibt. Also nochmals, und zwar so, dass der Zusammenhang mit den Tangenten sichtbar wird. Ein Läufer rennt von A bis B. Sei x von t die Entfernung, die er zur Zeit t zurückgelegt hat. Diese Entfernung hängt von der Zeit ab. Wir können die Funktion aufzeichnen, das liefert eine Kurve. Zur Zeit t plus Delta t ist die Entfernung x von t plus Delta t. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist in dem Zeitintervall zurückgelegte Entfernung dividiert durch die dafür benötigte Zeit, also die Länge des Zeitintervalls. Das ist das x von t plus Delta t weniger x von t dividiert durch Delta t. Dabei betrachtet man dann immer kürzere und kürzere Zeitintervalle. Delta t ist eine Sekunde, eine Zehntelsekunde, Millionstelsekunde, nur Null natürlich, das darf es nicht sein. Durch Null darf man nicht dividieren. Man darf nicht einmal Null durch Null dividieren. Schade eigentlich, denn wenn, dann wäre ja hier die Gelegenheit. In Null Sekunden ist die zurückgelegte Entfernung ja Null. Aber Null durch Null, das ist keine Zahl. Oder besser gesagt, es könnte jede Zahl sein. Es könnte 2 sein oder 5 oder Pi oder was auch immer. Denn nach der Rechenregel, wonach a durch b gleich c ist, genau dann, wenn a gleich b mal c ist, dann käme für 0 durch 0 jede beliebige Zahl c in Frage. Es gilt ja stets, 0 ist gleich 0 mal c. Wenn wir aber den Grenzwert von diesen Differenzenquotienten x von t plus Delta t weniger x von t dividiert durch Delta t für immer kleinere und kleinere Zeiten Delta t betrachten, dann erhalten wir schon eine wohlbestimmte Zahl und eine, die sich leicht interpretieren lässt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit ist der Anstieg der Geraden durch den Punkt P mit den Koordinaten t und x und durch den Punkt Q mit den Koordinaten t plus Delta t, x von t plus Delta t. Und wenn das Zeitintervall Delta t beliebig klein wird, dann erhält man gerade den Anstieg der Tangente am Punkt B. Dieser Begriff der Geschwindigkeit, der uns doch anschaulich so vertraut ist, hat also die größten Schwierigkeiten bereitet. Jahrhunderte und Jahrtausende lang. Die alten Griechen haben schon das Problem erkannt und sie konnten es nicht bewältigen. Auch hier war es wieder Zenon von Elea, der das Verwirrende an der Sache am besten herausgearbeitet hat. Wie gewohnt mit einem Paradox. Das war also Zenons Markenzeichen gewissermaßen. Ein Pfeil fliegt durch die Luft. In jedem Augenblick hat er einen festen Ort. Wie kann er dann in dem Augenblick auch eine feste Geschwindigkeit haben? Wodurch unterscheidet er sich von einem Pfeil, der an demselben Ort stillsteht? Die genaue Formulierung des Zenon ist nicht erhalten. Viele spätere Philosophen haben das Thema wieder aufgegriffen. Die deutschen Philosophen haben bewiesen, dass sie noch viel unverständlicher als die griechischen sein konnten.
könnte glauben, dass ich einen Sport daraus mache, laut dem Motto von Heidegger. Das sich verständlich machen ist der Selbstmord der Philosophie. Also hier, was Hegel dazu zu sagen hat. Es bewegt sich etwas nur nicht, indem es in diesem Jetzt hier ist und in einem anderen Jetzt dort, sondern indem es in ein und demselben Jetzt hier und nicht hier, indem es in diesem Hier zugleich ist und nicht ist. Man muss den alten Dialektikern die Widersprüche zugeben, die sie in der Bewegung aufzeigen. Aber daraus folgt nicht, dass darum die Bewegung nicht ist, sondern vielmehr, dass die Bewegung der daseiende Widerspruch selbst ist. Der daseiende Widerspruch musste aber gelöst werden, wenn man Physik treiben wollte. Hier versucht sich etwa der große Newton daran, natürlich auf Latein. Er sagt, mit der augenblicklichen Geschwindigkeit ist die gemeint, mit welcher sich der Körper bewegt, aber nicht, wenn er seinen letzten Platz einnimmt, wenn die Bewegung aufhört, und auch nicht nachher, sondern im genauen Augenblick, wenn er anlangt. Das sind sonderbare Ausdrücke. Immerhin konnte Newton auch klarer werden. Etwa hier, das letzte Verhältnis, Ultima Ratio, von verschwindenden Größen ist zu verstehen als das Verhältnis dieser Größen nicht bevor sie verschwinden, nicht danach, sondern als das Verhältnis, mit dem sie verschwinden. Über die komplizierten Wendungen Newtons mokierte sich der englische Bischof Berkeley, ein bedeutender Philosoph, in einem scharfsinnigen Essay. Diese Größen, die am Entschwinden sind, Ghosts of Departed Quantities, wie er sagte, waren ja noch viel absurder als die bizarrsten Gedankengebilde mittelalterlicher Kirchenväter. Dieselben aufklärerischen Freigeister, die jeden Wunderglauben ablehnten, operierten unbedenklich mit unendlich kleinen Größen mit der schlichten Begründung, dass es meist funktioniere. Übrigens, während man zunächst schwer einsieht, warum das Bestimmen von Flächeninhalten eine inverse Operation ist zum Ziehen von Tangenten, wird der Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren durch die Interpretation der Ableitung als Geschwindigkeit viel durchsichtiger. Wenn man in jedem Augenblick seine Geschwindigkeit kennt, so kann man daraus die zurückgelegte Strecke berechnen. Das wussten übrigens die Seeleute seit langem. Jede Stunde bestimmten sie die Geschwindigkeit ihres Schiffes, indem sie ein Holzstück ins Wasser warfen und maßen, wie schnell es vorbeitrieb. Dann trugen sie die entsprechende Entfernung auf der Seekarte ein. Es war natürlich nur ein sehr ungenaues Verfahren. Aber wenn man es jede halbe Stunde durchführte, oder jede Viertelstunde oder idealerweise ununterbrochen, so wurde es zunehmend genauer. Man addiert im Grenzwert unendlich viele, unendlich kleine Strecken. Die Epsilontik des Kahn-Weierstrass verschaffte dann der Infinitesimalrechnung eine solide bürgerliche Existenz, indem sie alles Gerede über unendlich Kleines und über unendlich Großes, über aktuelle und über potenzielle Unendlichkeiten einfach vermied. Aber damit war interessanterweise noch nicht das letzte Wort gesprochen. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts nämlich zeigte Abraham Robinson, dass man doch mit dem unendlich Kleinen und unendlich Großen rechnen konnte. Ganz so, wie sich Leibniz und andere Pioniere der Infinitesimalrechnung sich das vorgestellt haben. Das nannte Robinson die Nicht-Standard-Analysis. Sie ist völlig verträglich mit der üblichen, also der Standard-Analysis. Sie beruht darauf, zu den üblichen reellen Zahlen noch andere, sogenannte Hyperreelle, hinzuzufügen. Und die waren jetzt unendlich klein oder unendlich groß. Es gab sogar einige Hoffnung, eine neue Generation von Mathematikerinnen und Mathematikern heranzuziehen, ohne sie mit der Epsilontik quälen zu müssen. Letztlich klappte es doch nicht. Doch immerhin wurden mittels Nicht-Standard-Analysis
neue Ergebnisse für die Standardanalysis entdeckt und bewiesen. Die Nicht-Standardanalysis ist also eine späte Ehrenrettung für die verwegenen Köpfe, die unbeirrt durch dialektische Spitzfindigkeiten die Infinitesimalrechnung schufen. Zusammenfassend also eine seltsam verwickelte Geschichte. Von den Paradoxien des Zenon über die Tollkühnheiten der Infinitesimalrechnung von Leibniz und Newton zur Epsilontik des Karl Weierstrass und dann wieder zurück zur Infinitesimalrechnung. Also ein Comeback für die Geister entschwundener Größen.